Aber ja, nicht übertreiben. Unser Held ist fast tot. So, gucken wir mal, ob er noch was tragen kann. Ja, nee. Minsk? Ah, nicht. Nee, das wird nichts. Ich sag ja, wir brauchen mehr starke Jungs. Oder Mädels. Nanu, kam der Heilzauber aber nicht durch. Hängst in Minsk Rüstung fest. So, gleich nochmal. Wo ist der Rest? Da ist der Rest. So, kurz schlafen, damit Kirogon auch ein bisschen heilen kann. So, und dann schauen wir uns mal den Bauernhof hier an. Die Ankeg-Panzer lassen wir mal ganz dezent auf der Straße liegen. Was ist das? Hat das Huhn gerade einen Edelstein gemacht? Gut, das hinterfragen wir jetzt mal nicht. Und sprechen einfach den Bauern an. Bitte, so helft mir doch einer. Es gibt niemanden sonst, an den ich mich wenden könnte. Ich flehe euch an, ihr hohen Herrschaften. Helft mir. Ja, das ist ja praktisch, dass wir gerade vorbeikommen, ne? Es passieren merkwürdige Dinge auf meinem Hof und ich bin nicht mehr so stark... Nicht mehr so stark wie ehedem. Ich habe nichts, was ich euch geben könnte. Und selbst wenn, wäre es eurer doch nicht würdig. Bitte. Ihr braucht euch nicht weiter nach Hilfe umzusehen. Was kann ich tun? Oh, euch sei gedankt, im Namen der großen Mutter. Mein Sohn Nathan und seine Freunde sind losgezogen, nach unseren entlaufenen Kühen zu suchen. Und dann sind sie einfach verschwunden. Seit mehreren Tagen sind sie nun schon fort. Und wer weiß, was mit ihnen passiert ist. Wo es doch hier von Räubern nur so windelt. Ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind, aber ich habe Spuren gesehen, die in Richtung Westen führen. Bitte findet meinen Sohn. Ohne ihn kann ich den Hof nicht halten. Und er ist ein verdammter Sohn. Jetzt macht er... Achso. Naja, das hätte er sich sparen können, dass er seinen Sohn nur braucht, um den Hof zu bestellen. Na gut. Aber das ist doch eine noble Aufgabe. Genau das Richtige für uns. Auch wenn ich nicht denke, dass es Banditen waren, sondern eher die ganzen Ankeks, die hier rumlaufen. Obwohl, warte mal, halt kurz an. Und Feuerball den mal. Meine Klinge wird euch zurechtstoßen. Ich sagte, halt mal an. Ihr sollt nicht in den Feuerball laufen. So. Und ruf da. Immun hält nicht so viel aus. Geh mal weg aus dem Säureatem da. So, wieder rauf. Alle Mann darauf. Du heilig. Ah, es lohnt sich allein schon wieder an Erfahrungspunkte. 1000 Erfahrungspunkte pro Stück, das läppert sich. So, eine Schriftrolle in dem Ankeck. Ah, so könnte das Ei vorhin zustande gekommen sein. Ich hätte den Panzer ja einmal hochgehoben. Ja, ich hätte mich schon gewundert, was für ein Huhn das ist. Aber gut, kurz abspeichern. Und dann schauen wir weiter nach Westen vom Hof aus. Müssten wir gleich schon wieder an der Küste dran sein. Oh, ein riesiges Loch. Fast in Spuckreichweite von dem Vater. Der war bestimmt nur zu feige nachzugucken. Aber lass erstmal hier die Umgebung sichern. Weil sonst gehen wir da runter, kommen hoch, halb tot und dann wartet hier ein Ankeg auf uns. Aber nee, schaut sicher aus. Dann zauber du doch mal Segnung. Und du zauber mal Haste. Und dann stürmen wir da runter und machen alles ganz schnell tot, bevor die Haste ausläuft und wir müde werden. So, Ankeg. Ja, wusste ich's doch, das ist ein Ankeg-Bau. Na, wo bist du hin? Wir müssen schnell töten. Da. Komm, zack, 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 zack. Ach, Kaladin wieder fest. Hat er gerade flehend in die Kamera geguckt? Komm schon, Ziele. Da. Ich bin wirklich
Da schießt jemand mit Eispfeilen. Das ist nicht ganz in der Sache. So. Und Segnung ist schon mal weg. Jetzt noch schnell weiter, bevor die Eile ausläuft. Ja, chop, chop. Chop, 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 chop. Oh, Schatz. Wir sind gar nicht müde geworden. Ich dachte, wenn man Eile spricht, dann werden die Charaktere alle müde und treffen schlechter und dergleichen. Das ist denn ja praktisch. Na gut, alle mal sammeln. Und wir schauen mal, was da in dem Schatzhaufen ist. Oh, Feuerballstab, so wie es ausschaut. Das ist doch super. Der kann gleich wieder zu Dünner hier. Die Schmucksachen können alle zu Immoin. So. So. Kannst deinen Gürtel auch wieder haben. Will sie nicht. Na gut, was haben wir hier? Kettenhemd plus 1. Ja, kann verkauft werden. Du bist ein Stab des Feuers. Ja, das wussten wir eigentlich schon. Den kann auch nur wirklich sie benutzen, ne? Kämpfer, Priester, Druiden. Ja, schade. So, das Amulett brauchten wir noch für den einen Jungen irgendwo in Baldurs Tor. Dann schauen wir weiter, was da so drin ist. Dolch und Wurfmesser. Oh, das ist nicht gut. Ein paar Tränke. Schriftrollen, obwohl wir die auch verkaufen werden. Aber die benutze ich nicht. Oh, und ein Junge. Das wird einer Bonus. Brunstoter Sohn. Das ist. Und wenn er jetzt nochmal eine Bemerkung macht über seinen Hof und den nicht weiterführen und so, dann gehe ich in die Decke. Na gut, schauen wir uns hier nochmal um. Weil der Sohn war ja angeblich mit ein paar Freunden unterwegs. Im Journal werden die Freunde nicht erwähnt. Naja, schauen wir uns trotzdem hier um, der Vollständigkeit halber. Und solange die schön einzeln kommen, ist ja alles gut. Na komm, lass mal die Jungs da durch. So. Und heil auf Virgon. Und heil dich selbst. Nee, kann er nicht mehr. Ja. Allzu lange sollten wir unten dann doch nicht bleiben. Das ist ein ganz schön großer Bau, ne? Aber hallo. Na gut, hier durchquetschen. Sackgasse. Da ist noch einer. Und nimm mal einen Trank. Ein paar davon haben wir gekauft. So teuer sind die nicht. Das ist besser, als wenn wir mal rein und rauslaufen hier. So, irgendeiner fehlt. Da bist du. Heilzauber? Ne, hast nicht mehr. Da ist noch was da drunter. Oh, nur Gold. So, da geht's. Ja. Achso, das ist Mauer. Mit einem komischen Schatten drin. Da ist wieder so ein komischer Schatten. Und dann war es das auch. Außer hier ist noch was. Aber wir kommen ziemlich häufig mit schlechten Nachrichten an, kann das sein? Die Katze ist tot, der Junge ist tot. Der Mann ist tot. Der arme Halbling auf dem Weg ist tot. So ein düsteres Spiel. Aber das macht auch den ganzen Charme aus ein bisschen. Dass es halt nicht so Kaugummi-Automaten-Story ist, sondern auch ein bisschen düster und ein bisschen erwachsener das Ganze. So. Ah, hier geht's echt weiter. Eigentlich wollte ich langsam raus. Na gut, du scheinst der, die das letzte zu sein. Schriftrolle? Ah, nee, Notiz.
Brief. Warum hat ein Stuhl Arme und Beine wie ein Mensch und kann weder laufen noch etwas halten? Was? Warum hat ein Stuhl Arme und Beine wie ein Mensch und kann weder laufen noch was halten? Weil er sich bückt? Ist das ein Hinweis darauf, was auf dem Boden liegt? Oder ist das einfach nur... Der Spieler soll mal eine Weile drüber grübeln, damit die Spielzeit länger ist. Das ist verwirrend. Oder der Anker hat einfach nur einen Baden gegessen. Das kann natürlich auch sein. Ah, noch einer. So, wo ist Khaled da? Ich hätte mal die anderen Uncakes auch alle durchgucken sollen. Vielleicht haben die auch solche Schriftrollen gehabt. Naja, nur Schmuck. Na gut. Kann man nichts machen. Wir gehen jetzt erstmal raus. So, komische Uncakes. Der Bauer war hier. Ich frage mich, ob wenn man einen hoch genug stufigen Kleriker hat, ob man den Jungen wiederbeleben könnte. Aber haben wir nicht. Bringt nichts, sich darüber Gedanken zu machen. So. Habt ihr meinen Sohn gefunden? Geht es ihm gut? Es tut mir leid, mein Herr. Nathan ist tot. Oder Nathan. Er kam um, als er euren Hof gegen eine Horde seltsamer Bestien verteidigte. Das war zwar gelogen, aber die netteste von den drei Antworten. Nein, mein einziger Sohn. Er hat sein Leben für den Hof gelassen, aber ich bin zu alt zum Arbeiten und zu arm, um jemanden einzustellen. Ich habe ihn und das Land verloren. Wenigstens weiß ich jetzt, was passiert ist. Ich danke euch für eure Hilfe. Bitte lasst mich jetzt allein. 500 Erfahrungspunkte. Na gut. Kurz rasten. Und Gerogon heilen. Na gut, und danach zeitraffe ich mich mal durch den Rest der Karte und werde auch für Uncakes nicht pausieren oder so, sondern nur, wenn was wirklich Besonderes passiert. Also bis gleich. Ein einsamer Krieger. Gucken wir mal kurz, welche Gesinnung er hat. Scheinbar keine böse. Dann sprechen wir ihn mal an. Halt, Freund oder Feind? Woher sollen wir das wissen, wenn wir nicht wissen, wer du bist? Wir sind Freunde. Wer seid ihr? wann hat zuletzt jemand derartig geantwortet, Dosenkopf? Warum sagt ihr uns nicht endlich, wer zum Teufel ihr seid? Nee, wir sind Freunde. Wer seid ihr? Ich bin Ajantis, Knappe und Paladin des Orden des strahlendsten Herzens, Diener des Helm, Sohn der edlen Familie des Ilvasta. Ich bin hier, um die gemeinen Räuber auf zur Strecke zu bringen, die die Reisenden auf den Straßen überfallen. Wer seid ihr? Wir haben ein gemeinsames Ziel. Auch wir sind hinter die Räuber her, hinter den Räubern her. Also eigentlich schon seit einer ganzen Weile nicht mehr, weil wir fast alle umgebracht haben. Aber ja, generell schon. Warum kämpft ihr gegen diese Räuber, Ajantis? Als ich mich euch vorstellte, bezeichnete ich mich, wie ihr wohl wisst, als Schildknappen. Ich bin ausgezogen, um die volle Zugehörigkeit zum Orden des strahlendsten Herzens zu verdienen. Vielleicht können wir uns jetzt zusammentun, denn wir folgen ein gemeinsames Ziel. Tut mir leid, wir sind voll. Wohlan, ich wünsche euch das Beste auf euren Wegen, denn die Straßen sind sehr gefährlich. Viel Glück auf eurer Reise. Ja, den hätten wir dann auch noch mitnehmen können. Und vielleicht hätte der ein bisschen mehr Stärke als 15. Aber ich will die Party jetzt eigentlich nicht mehr ändern. So, noch eine Hütte. Und Bauern.